Ja, hallo, herzlich willkommen zurück hier im Sportscard Jungle. Heute mal mit dem allerersten Mail Day Video auf meinem Kanal. Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten ein paar Karten bekommen, die ich mir einerseits selbst auf eBay gekauft habe oder in Breaks bekommen habe. Hab mir mal gedacht, gucken wir uns die mal gemeinsam an, was denn alles zur Sammlung dazu gestoßen ist. Insgesamt Breaks habe ich in der letzten Zeit relativ häufig mitgemacht, werde ich jetzt aber wahrscheinlich zukünftig ein bisschen weniger machen. Geht einerseits nicht nur ums Geld, als andererseits natürlich auch mal ziemlich Gamble dabei. Macht aber Spaß, vor allem wenn die Breaker das gut präsentieren können. Ich denke, dass ich noch einmal monatlich an einem Break teilnehmen werde, vorausgesetzt, da kommen jetzt nicht Produkte, die mich besonders interessieren, genau. Und ich fange einfach mal an mit den ersten Karten. Die sind aus einem Break vom guten Bamble Breaks. Den Kanal und den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung des Videos. Und das war ein ziemlich cooler Break vom, oder das waren sogar zwei Breaks, glaube ich, die in der Tüte hier sind. Vom Konzept, und zwar hat er einen Through the Years Break gemacht, das heißt, Produkte verschiedener Jahrgänge wurden gebreakt, und ich habe zwei Teams nach dem Zufallsprinzip gezogen, einerseits die Houston Rockets und die Washington Wizards, genau. Und was ist dabei rausgekommen, das schauen wir uns doch einfach mal an. Jetzt hier Panini Elements, eine Rookie, Gary Clark für die Houston Rockets. Ich glaube jetzt nicht so der Burner, der Kracher, das war aus dem Jahrgang 18-19. Genau. Dann gab es jetzt hier, glaube ich, einen ganzen Stapel so Base Cards. Ja, wir haben, ich packe die mal wieder zur Seite, wir haben jetzt John Wall auch aus Status für die Wizards. Wir haben John Wall aus Chronicles. Wir haben den guten Trevor Ariza, das dürfte auch aus glaube ich, sogar aus Prestige gewesen sein. Prestige Blaster, der da geöffnet wurde aus 17-18. Dann den guten Eric Gordon aus einem Mosaik oder aus Mosaik 19-20. Und die extrem glänzenden, ziemlich cool aussehenden Revolution Karten. Und zwar haben wir den guten Christian Wood gezogen aus Revolution 2021, ja, genau. Was ganz cool war aber bei den Teams und den entsprechenden Rookies, ich habe bei Washington ziemliches Glück gehabt, wie ihr seht, ich habe diverse Rui Hachimura-Karten bekommen, unter anderem einmal diese hier aus Chronicles, die aber nicht. Doch, jetzt wird sie scharf. Mit dem Marquis-Design, ziemlich cool. Aus dem Jahrgang 1920. Dann dürfte auch aus Chronicles gewesen sein. Ebenfalls Hachimura selber Jahrgang als XR-Variante. Und dann ebenfalls aus demselben Chronicles-Produkt. Auch nochmal hier als, was haben wir denn hier für eine Serie? Sehe ich gar nicht, kann ich gar nicht zuordnen. Jedenfalls ziemlich cool, ziemlich viel Rui Hachimura. Genau, weiter geht's mit Hachimura aus Prism Cracked Eyes. Ziemlich nice. Dürfte dann aus diesem Jahr oder aus dem letzten Jahrgang gewesen sein. 2021, aber auch sehr, sehr nice. Und abschließend gab es dann sozusagen auch noch Shapers Appear für die Wizards. Aus als Prism-Variante. Und dann nochmal einen weiteren Wizards Rookie, den guten Troy Brown Jr. Auch aus 18-19. Elements. Also schon mal sehr, sehr schick. Dann, die nächsten Karten, die ich bekommen habe, habe ich mir gekauft.
bei eBay, beziehungsweise das war ja quasi ein Goodie, eine Dreingabe, um die ging es gar nicht, habe ich einfach so dazu bekommen. Ja, nice, es ist Hoops 1920 Premium Stock, müsste das sein. Der gute Patrick Beverley von den Clippers. Aber mir ging es eigentlich um eine andere Karte, nämlich um das Arriving Now Insert aus Hoops 2021 mit Peyton Pritchard. Ja, als alter Boston Celtics Fan natürlich was für meine PC, meine private Sammlung. Sehr nice, freue ich mich sehr, sieht ziemlich cool aus. Genau. Ja, weiter bei eBay ging es mit einer Donruss Clearly Karte auch von den Celtics. Und zwar habe ich mir gegönnt den guten Jaylen Brown. Ja, als ganz normale Base. War auch nicht teuer, aber fand ich ziemlich cool. Habe ich mir dann einfach mal mitgenommen quasi. Und hat ja zumindest auch im ersten Saisonspiel richtig performt gegen die Knicks. Ja, mal gucken, wie es mit den Celtics weitergeht. Aktuell haben sie ja ziemlich hart und offensichtlich gegen die Raptors verloren. Aber die Saison ist lang, 80 Spiele folgen noch. Genau. Ja, für die Celtics-Sammlung weiterhin, ebenfalls über eBay, habe ich mir nochmal eine Pritchard Rookie. Und zwar aus einem Select Retail-Produkt, die Courtside-Variante. Genau. Hatte ich noch nicht und genau, für die Celtics. Dann habe ich ebenfalls an einem Break von dem guten Bamble Breaks mitgemacht, an Pick Your Team Break. Und ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mir die hier sparen können. Denn es war ein Pick Your Team. Ich habe die Celtics gepickt und ja, eine ganz gute Ausbeute, wie ich finde. Ja, also ganz normal eine Pritchard als Concourse Level, nochmal eine Pritchard im Courtside, dem seltensten Level, dann eine wunderbare Qualitätskontrolle bei Panini, ein wunderbar asymmetrisches Peyton Pritchard Red, White, Green müsste das sein. Im Konkurs-Level. Glücklicherweise gab es die Karte nochmal in ordentlicher Qualität. Tada, ist sie nämlich. Sodass ich mich über den Qualitätsausrutscher jetzt nicht so ärgere. Aber nichtsdestotrotz darf das eigentlich nicht passieren, ja, dass die Karten so scheiße oder so schlecht gecuttet, gestanzt werden, dass da nicht der Fokus. Dass links irgendwie 80, 20 oder 90, 10 die Verteilung ist. Was gab's noch? Es gab noch eine normale Retail Pritchard im Concourse und dann nochmal eine Green, White and Purple Pritchard. Ebenfalls sehr nice, hatte ich auch noch nicht. Konkurs, nee, Premier Level. Dann auch noch ein paar so Base-Karten, Anführungszeichen, von Select. Tatum. Jaylen Brown. Jeweils alles als Retail-Variante mit dem blauen Rand. War doch ziemlich dick. Der gute Kemba Walker inzwischen ja bei den Knicks. Nicht mehr bei Boston. Nochmal Jet Brown. Genau, und abschließend, glaube ich, war auch eine in dem Break, das waren zwei Breaks, glaube ich sogar, war auch eine Donruss Optic Hobbybox dabei und meine einzige Ausbeute für Boston war das All-Stars Jason Tatum Insert. Ja, an sich ziemlich cool, aber für eine Hobbybox sind doch eine sehr magere Ausbeute. Bei eBay habe ich mir dann nochmal was gegönnt und gerade auch runtergeschmissen, aber das ist nicht so wild. Und zwar habe ich mir eine Rookie-Card aus Revolution
18, 19 müsste das gewesen sein. Wo steht das? Genau. Robert Williams, der Dritte, geholt. Der jetzt ja auch vor der Saison, meines Erachtens, wenn ich mich nicht ganz täusche, eine Vertragsverlängerung in Boston erhalten hat. Ziemlich gutes Design und ja, dann Rookie Card, nicht schlecht. Dann Breakout-Beute und zwar ziemlich bombastisch und ziemlich viel. Ich fange einfach mal oben an und zwar bei Rickman Rips, den ich auch unten im Kanal oder in der Videobeschreibung verlinke, habe ich mitgemacht in seinem Jubiläumsbreak. Der 50. war das, glaube ich. Und habe bekommen die Denver Nuggets und eine ziemlich ja, nice Kartenauswahl, also auch ein Through the Years, genau. Und habe erhalten unter anderem eine Cleary Donruss Rated Rookie Theo Maladon, nee, Bol Bol aus 2019, 2020. Dann gab es ein RJ Hampton Rookie Card von den Nuggets. Prism aus 2020, 2021. Sehr nice. Dann eine normale Prism von Gary Harris. Sehr nice. Eine, ja, wieder. Clearly Donruss Jokic Base aus 1920. Aus einer Court Kings gab es Jamal Murray. Ich finde, die Court Kings haben einfach ein sehr, sehr nice Design. Hier aus der 18-19er Court Kings Variante. Wobei ich das Design dieses Jahr noch, aus der letzten Saison noch cooler finde. Sieht irgendwie noch besser aus. Dann aus einer, ja, Retail Select der gute Michael Porter Jr. Und jetzt kommen wir zu den ja, Highlights und Bangern aus dem Break. Wir haben bekommen, oder ich habe bekommen, aus Crown Royal 1920 ein Autograph vom guten Bol Bol. Das nicht scharf werden will. Doch, da wird's. Sehr, sehr nice. Numbered auf 99, wie ihr erkennen könnt. Hoffe ich. Sehr, sehr nice Karte. Dann aus Spectra 2021 gab es eine, ja, Jokic, numbered auf 99, 299, sehr nice, sehr glitzernd, mich sehr gefreut, ziemlich gute Karte. Und das Highlight, oder eines der Highlights sicherlich, auch aus derselben Spectra, einmal, ja, ein Rookie-Patch-Autograph von Zeke Nnaji. Numbered auf 99. Sehr, sehr nice. Hat sich definitiv gelohnt, der Break. Genau. Dann habe ich bei dem guten Rickman ebenfalls Breaks mitgemacht, wo ich die Golden State Warriors hatte. Und es war auch aus einem, ja, es war ein Nixer mit verschiedenen Sets und verschiedenen Jahrgängen teilweise. Genau, und dort habe ich dann folgende Ausbeute gehabt. Und zwar haben wir, das müsste aus einer T-Mall Donruss gewesen sein, der gute Nico Mannion, in einem ziemlich glitzernden Parallel, dabei unnumbered. Gute Mannion spielt gar nicht mehr in der NBA. Inzwischen spielt er, ja, glaube ich, in Italien, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann gab es
ein Contenders Insert. Und zwar Steph Curry Sweetshots. Sehr nice, sehr shiny, Glitzer. Dann ein aus einer Hoops oder aus, glaube ich, aus derselben Hoops, ne, aus einer Hoops, ein We Got Next. James Wiseman Insert. Dann hier diverse Base-Karten, die, glaube ich, jetzt nicht so mega spannend sind. Kelly Oubre Jr., Seth Curry, Damon Green, Andrew Wiggins, Klay Thompson, nochmal Oubre Jr. aus Hoops, dann nochmal ein Curry und ein Marquise Chris aus Donruss. T-Mall Base. Dann sehr nice, ein ziemlich cooles Insert aus Court Kings 2020-21, ein First Steps von James Wiseman. Sehr geiles Design mit den Sneakern hier. Und um die Nico Mannion Sammlung zu komplettieren, gab es aus der Court Kings dann auch noch eine Memcard Rookie Expressions. Ja. Mit dem weißen, weiß ich nicht, Stofffetzen Tischtuch, was da verarbeitet wurde. Das ist ja keine Player Worn oder Game Worn Material. Nichtsdestotrotz an sich eine ziemlich coole Karte. Vielleicht jetzt nicht die geilste Rookie, die man haben möchte. Und weil es so schön war mit Nico Mannion, gab es auch eine Absolute Basketball Hobbybox, und dort war auch nochmal Mr. Mannion mit den Rookie Threads ebenfalls eine Mem-Karte bei, ebenfalls nicht, ja, Player Worn. Hier unten, not licensed or not associated with any specific player, game or event. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt hätte er einen schlimmeren treffen können. So, zwei Ausbeuten habe ich noch, dann sind wir durch, und zwar hat der gute Rickman auch Donruss Hobbyboxen geschlachtet. Und auch hier habe ich bei einem Break mitgemacht und hatte dort die Lakers. Und der Break war in Ordnung, würde ich mal sagen. Wir haben eine LeBron James Base gezogen, eine Montrezl Harrell Base, eine Alex Caruso Base haben wir bekommen, eine Anthony Davis Base. Ein Insert All-Stars auch mit Davis, sowie eben das Tatum. Und jetzt nochmal zu den Bangern oder zu den Hits. Und zwar ein Elite Dominators, Anthony Davis, und wahrscheinlich der größte Banger aus der Box war, oder aus dem Break für mich war, eine LeBron James als Blue Parallel numbered auf 59, wenn ich es richtig sehe, genau, und der 1 von 59. Die Karte ist jetzt aber schon quasi auf dem Weg zu einem LeBron James Fan, und der wird getradet gegen ein paar andere Karten, die dann sicherlich im nächsten Mailday Video auftauchen werden. Und zu guter Letzt noch ein Football Break, an dem ich teilgenommen habe. Ebenfalls beim Rickman. Und das war ein Break, wo ich zwei Spots hatte. Unter anderem das Washington Football Team und die Baltimore Ravens. Und es war ein Donruss Hobbybox und Origins Hobbybox Break. Und ich gehe jetzt einfach mal durch die Base-Karten relativ rookie-sucky durch. Und zwar haben wir bekommen, und zwar auch nur aus der Donruss Base-Karten oder Rookie-Karten oder Karten base-mäßig, nämlich Rick Rookie, Dyami Brown, dann Terry McLaurin von Washington, Tony Gibson, Washington, Logan Thomas, Washington, Chase Young, Washington, dann ein a Legend Series Insert Ray Lewis für die Baltimore Ravens,
als Rated Rookie, den Mr. Bateman von den Ravens. Ansonsten Dobbins, Lamar, Bass. Dann nochmal Lamar als mit der Serie ohne Helm. Und einmal den guten Justin Tucker. Dann gab es als Pressproof Insert den guten Dobbins noch einmal. Als Red. Und zu guter Letzt aus der Origins Box gab es dann für mich noch einen kleinen Banger, nämlich eine Memcard von Rashad Bateman, numbered auf 199. Und aber auch hier dürfte es so sein. Genau, das sieht hier unten im kleinen Rücken. Dass die Mem, das Memorabilia-Stück nicht Player or Game One ist. So, das war jetzt die Ausbeute. Die Karten werden jetzt wegsortiert und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video.